So, 3 von 8 Torten habe ich, 9 von 12 Nero. 4 von 5 Sammelobjekte habe ich in dem Gebiet. Habe ich hier noch eine Quest, ne? Vielleicht mit Adi. Ja, machen wir es. Ja, cool, habe ich für die Miezi-Maus eine Horde weggemacht. Das ist doch schön. Aber ich muss noch was trinken, außer 2 Tassen Kaffee habe ich noch nicht getrunken. War nicht geschummelt. Ah, ich freue mich schon auf meine PC. Unterlage für unten. Das ist eine Erfindung für die Götter, du. Bin mal gespannt, wie schön das ist. Da ist dann so ein Knöpfchen bei, kannst du mit dem Fuß einmal drauf drücken und dann geht er an. Es war nicht geschummelt, Frau Mietz. Ich habe von der Horde schon mal irgendwann sehr viel weggemacht und bin dann wohl geflüchtet. Hey, einer von den Rüstern. Anders kann ich es mir gar nicht erklären. Und dann kam ich da gerade hin und dann. Schön, dich zu sehen. Hey, Blair, wie läuft's so? Okay. Weißt du, was da. Ja, gut. Okay. Bitteschön. Das sollte gehen. Yep. Dann ist bald. Wir hätten uns fast gekillt. Du bist alles kalt. Also, hat mich trotzdem 4 Molotows gekostet. Und ein Medikit. Das ist alles für heute. Weißt du, was da war? Zählt nicht, was eine Aussage. Oh ne, dann hast du zu sauber gespielt, das zählt nicht. Wie läuft's? Ein paar Öhrchen, okay. Das war's. Jetzt noch auftanken und dann geht's Story. Wie geht's dir? Ich such noch ein paar Sachen. Du brauchst echt viel Sprit, was? Klar? Ja. Okay. Ich habe einen hohen Sprit verbraucht. Hey Deacon, hast du kurz Zeit? Wie geht's William? Hab ihn lange nicht gesehen. Die Spusa geht wie uns anderen, Mann. Er überlebt. Ja, dann schlägt er sich besser als die meisten. Ja. Hör zu, du musst auf ihn aufpassen. Was meinst du? Ja, einen Arm zu verlieren ist hart. Sein altes Leben ist vorbei. Er hatte kein tolles Leben, Eddie. Du bist sein Freund. Vielleicht der Einzige. Vielleicht der Einzige. Ich muss arbeiten, ist die Quest. Wäre eine Quest für Frau Mietz. Ich muss arbeiten. Usa geht's gut. Er wird überleben. Hey Mann. Mache dir auf.
Wärst du Streamerin und würdest dich vor der Kamera mit deinem Halloween-Outfit schminken, würdest du wahrscheinlich sehr viel Geld verdienen. Die ganzen Donations, die dann kommen. Ich muss zur Arbeit, ist die Quest. Das wäre die perfekte Quest zu Frau Meets. Mach das Tor auf, dieser Drifter. Ja, ich kenne ihn. Sieht tagsüber auf der Farm nach Boozer. Ich muss arbeiten. Was? Was hat der für ein Job? Ach, guck mal, Boozer hier mit einem Arm. Hey, Boozman. Wie läuft's? Ich hab'n Heidenspaß. Siehst du das nicht? Na. Bis dann. Das war jetzt die Quest. Boozer ist echt ein Inder, ey. Sagt gar nichts. War ja eine sehr merkwürdige Quest, muss man jetzt ehrlich sagen. Dafür fahre ich hin. Hi Boozer, wie geht's? Ja, ich habe nicht viel zu sprechen, weil mein Synchronsprecher. Hey, hörst du mich? Deacon, ich höre dich. Okay. Hey, also, ich glaube nicht, dass es ihm so gut geht. Keine Ahnung. Ich hab einen Satz mit ihm gesprochen. Hör zu, ich hab ihn im Blick, ja? Ich werde schon aufpassen, dass er keine Dummheiten macht. Ich werde mein Bestes geben. Gut, mach das, Deacon. Das bedeutet ihm viel. Krankenstation Ende. Voll, ey, Boozer, wie geht's? Naja, geht's so, ich arbeite. Alles klar, ciao. Ey, Ricky, dem Boozer geht's nicht so gut. Ich glaube, er ist depressiv. Wenn ich einen Freund hätte, der so mit mir redet, dann wäre ich glaube ich auch ein Depressiv. Ich glaube, den Dialog hat der Autor von Fear the Walking Dead geschrieben. Das Herz, euch Heuschrecken verhungern zu lassen.
der Sonne getanzt habt. Und auch nur an Gedanken und zukünftige Probleme zu verschwenden. Jetzt zahlen wir alle den Preis dafür. Werden wir verhungern? Keine Ahnung. Die Fischbestände nehmen ab. Das Wild wird immer seltener. Wann habe ich das letzte Mal einen Bock oder einen Reh gesehen? Aber ich sage euch dies. Wir werden nicht gegeneinander kämpfen. Auf keinen Fall. Das werden wir niemals tun. Hier ist Mark Copeland für Radio Free Oregon. Glaubt, die lügen nicht. Ja, paranoider Schwachsinn. So wie ich das sehe, haben sich die Heuschrecken beim letzten Mal bis an die Zähne bewaffnet, eine scheiß Ameisen gekillt und alles mitgenommen, was ihr hattet. Also, wenn du schon Parabeln erzählst, dann erzähl sie doch einfach richtig. Die Rehe sind zum Essen da, Frau Mietz. Es ist ja Mecker im Camp groß, wenn Frau Mietz nicht zu essen hat. Okay. Am besten hier. Genau hier. Ich weiß nicht recht, Mike. Da haben wir schon mal Leute verloren. Leute verloren? Wen? Wann? Vor ein paar Wochen. Torres und Evans, auf der Suche nach Vorräten. Ich hab dir doch... Nein, verdammt! Hast du nicht! Doch, hab ich. Dass wir hinterher sind, der Eingang verschüttet war. Die Bikes waren draußen, überall Freaker. Weißt du? Ich weiß nicht mal, ob sie reingekommen sind. Was ist das Problem? Ach, wir gehen die Unterlagen durch, die aus Shermans Camp. Mhm. Da gibt's eine Mine, die eigentlich expandieren sollte. Ja, und da lagert bestimmt Sprengstoff. Ja... Aber jetzt sagt Skizzo mir, dass wir da drin zwei Männer verloren haben. Hey, das habe ich nie gesagt, Mike. Okay, hör zu. Gib mir die Karte, ich hol den Sprengstoff. Keine Scheiße, Leute, und was zum Teufel? Du vertraust ihm, Mike? Ich tu's nicht. Sag mal, wie viel zahlt Tucker denn so für eine Kiste TNT? Ich sag jetzt mal ab. Er macht seinen Job. Ach ja? Was macht er denn? Er bricht unseren Vertrag mit den Rippern, macht blau, hängt den Tag mit Ricky ab. Was hat er gemacht, hä? Was hast du gemacht, hä? Sitzt auf deinem Arsch und lässt die anderen arbeiten. Ich mache dieses Camp sicher. Keine Plünderer, Diebe und Drifter. Gut, Schluss jetzt. Schluss jetzt! Hey, du traust ihm nicht? Dann geh mit ihm. Aber denkt immer dran, alle beide, denkt dran. Wir gehören alle zum selben Camp. Alles klar, meinetwegen. Morgen früh steigen wir auf die Bikes und... Wir fahren jetzt. Jetzt. Ja. Jetzt, mitten in der Nacht. Klar, jetzt ist es dunkel. Da sind weniger Freaks in der Mine. Ist der direkte Link zu deinem Paket. Ach, als du blau gemacht hast, hast du schwarze Helis gejagt. Und jetzt bist du ein Freak-Experte, ja? Man muss kein Experte sein, um zu wissen, dass Freaks nachts draußen sind. Okay, kommt schon, das reicht! Okay. Mietz ist auch nachts draußen. Ist auch ein Freak. Du willst jetzt los? Dann fahren wir jetzt. Aber das behalte ich. Grundgütiger. Hey, hör zu. Er hat seine Probleme, wie jeder von uns auch. Aber er macht seinen Job. Erzähl das Torres und Evans. Dick, ich schätze, ich will nur sicher gehen, dass er da unten in der Mine keinen Unfall hat. Jetzt soll ich in die Mine, oder was? Krass. Mike, für wen hältst du mich denn? Da bin ich mir immer noch nicht sicher. Wir sehen uns später. Ja. Scheiß Kerl. Ich soll in die Mine. Mein Gott, sind die Leute alle faul geworden. Wie geht's dir? Die wissen schon, dass in der Mine 300 Freaker sind, ne? Ich mach voll. Ich mach das schon. Okay. Wo fahren wir hin? Lucky Lad, weißt du, wo das ist? Ja. Ich warte dann auf dich. Versuch mitzuhalten. Deacon, bist du da? Wo soll das sein? Dann kann ich hier abkürzen.
Hier spricht Lost Lake. Over. Ja, Ricky, was gibt's? Ich wollte dich besuchen, aber offensichtlich bist du nicht da. Lisa und ich Scheiße! Sind Iron Mike. Wir sind morgen zurück. Was? Ich starte nochmal neu. Nicht, guck kurz mal weg. Ich muss vor Scham mein Gesicht verstecken. Wo fahren wir hin? Lucky Lad, weißt du, wo das ist? Ja. Ich warte dann auf dich. Versuch mitzuhalten. Deacon, bist du da? Hier spricht Lost Lake. Over. Ja, Ricky, was gibt's? Ich wollte dich besuchen. Aber offensichtlich bist du nicht da. Skizze und ich... Was für Iron Mike. Fährt genau wieder in den Baum rein. Mann, 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 ich fahr wie Frau Mietz auf Fahrrad, du. Wo fahren wir hin? Lucky Lad, weißt du, wo das ist? Ja. Ich warte dann auf dich. Versuch mitzuhalten. Deacon, bist du da? Hier spricht Lost Lake. Over. Ja, Ricky, was gibt's? Ich wollte dich besuchen, aber offensichtlich bist du nicht da. Skizze und ich erledigen was für Iron Mike. Wir sind morgen zurück. Was gibt's? Ich wollte nur wissen, wann wir den Stromband reparieren. Ruft die heiße Dusche immer noch nach dir? So ungefähr. Wir sind morgen früh zurück. Dann reden wir. Gegen Ende. Ich hab gewonnen. Wo bleibst du denn? Was weiß ich, Bruder. Bringen wir es hinter uns. Die gehörten also Mikes Männern? Meinen Männern. Ja. Torres und Evans. Den Skizzo mag ich nicht. Sie waren keine Drifter, aber sie waren oft in der Außenwelt. Dachte, die packen das. Da lagst du wohl falsch. Die wurden schon ausgeschlachtet. Die scheiß Plünderer sind überall. Skizzo, warum hast du das Zeug nicht mitgenommen, als du hier draußen nach ihnen gesucht hast? Weil hier zu viele Freaks waren. Deshalb. Wie die da. Weil der den Mike immer in seine Geschäfte fuscht. Komm. Der ist nicht so vertrauenswürdig. Ich mag den Mike lieber und er will ja Mikes. Ich glaube, der hat so ein bisschen so einen Mike. Der Sprengstoff ist in Stahlkisten eingeschlossen. Irgendwo hier im Büro müssten Ersatzschlüssel für die Kisten sein. Verdammte Krabbler. Ich hasse diese Scheißviecher. Da sind wir uns endlich mal einig. Na, also. Hier drüben. Ich glaube, ich kriege dich auf das Dach hoch. Dich auf. Verschlossen. Kannst du sie aufbrechen? Irgendwas blockiert sie von innen. Ja. Hoch mit dir. Bereit? Das waren wohl alle. Also Kinder zu zermetzeln, ja, finde ich schon makaber. Danke der Nachfrage.
so. Skizzo! Die Luft ist rein. Gut, komm, Skizzo. Sieh dich um. Vielleicht findest du ein paar Fackeln. Warte mal, du hast keine Taschenlampe dabei? Doch, aber die Batterien sind leer. Die kriegt man in letzter Zeit fast nicht mehr. Zumindest keine, die noch Saft haben. Fackeln. Skizzo, ich hab Fackeln gefunden. Ja, versuch die Tür aufzubrechen. Ich komme und hole sie. Ich hab sie mir schon genommen, Skizzo. Brauchst du nicht machen. Ich komme auch ohne Skizzo ganz gut zurecht. Hier gibt's Fackeln. Ja. Gib mir die Schlüssel. Was meinst du, die hier? Ja, Herr. Hey, 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 ich hab ne Idee. Du führst uns zu den Stahlkisten, ich schließe sie auf. Oder gibt's da ein Problem? Kein Problem. Aber verlier sie nicht. Hm. Ja, okay. Das werde ich mir merken. Gut, dass er ihm die nicht gegeben hat. Ich hab sie. Dann mal los. Mit dem Mützchen ist das echt angenehm. Habe ich da gar nicht so einen kalten Kopf heute. Da ist siehst die Mine. Du, durch einen Einsturz blockiert, wie ich gesagt habe. Hm, sieht aus, als könnten wir uns hier durchquetschen. Ja, du würdest den Schlüssel ja nicht mal mir geben. Erst muss ein paar Mietz an den Loot. Hier, drück! Ich drücke! Da, klemm das unter den Stein da. Okay. So. Sieht das stabil aus? Stabil genug. Oha! Ich höre sie doch schon. Und denk dran, lass die Knarre stecken. Sagtest du nicht, es wäre alles sauber? Nein, das habe ich nicht gesagt. Im Ernst, wenn hier drin Freaks sind, dann reicht ein einziger Schuss, um sie alle anzulocken. Ich hab's jetzt gehört. Scheiße. Ich laufe mal besser wie Frau Mietz bei Soma. Dass man so auch schön viel sieht. Mal wieder ein Erlebnis. Okay, der erste Erweiterungsbereich geht vom Hauptschacht ab. Los, hier lang. Mietz wäre bestimmt vor der Mine stehen, wie mir gesagt, ich gehe du mal alleine rein. Ach, Scheiße, da kommen wir nicht durch. Sieh auf der Karte nach. Ist da noch ein Tunnel? Ein Lüftungsschacht? Die Karte hier zeigt einen Verbindungstunnel. Er war wohl instabil. Sie haben ihn dicht gemacht. Wo? Hier hinten. Hier? Ja. Ja, sie haben ihn wohl verrammelt. Rammeln. Oh, das sieht nicht gerade stabil aus. Ich dachte, das sagte ich bereits. Ich hab nur das. Du hast die Taschenlampe. Also hast du die Ehre. Oha. Vielleicht gibt's einen Grund, dass sie die Erweiterung nie fertiggestellt haben. Ich meine, eine Stange Dynamit scheint auszureichen, um das hier alles einstürzen zu lassen. So schlimm ist es nicht. Das ist echt finster hier unten. Das hier unten. Oh. Bist du okay? Zum Glück nichts gebrochen. Gott. Oh, Scheiße, das war knapp. Ja, dann haben wir jetzt keine Wahl mehr. Komm, hier lang. Oh, was freue ich mich schon auf mein erwärmendes Fußmädchen. Ich sitze hier mit Eisbein. Was machst du da? Wonach sieht's denn aus? Ich lege Fackeln ab.
Warum? Du hast doch die Karte. Das ist ein verdammtes Labyrinth. Ich will wissen, in welchen Tunneln wir schon waren. Und ist das Geld drauf an mir schon? Fußmädchen, ja. Komm her. Was? Du wolltest nach Google schreiben. Du brauchst nicht so tun. Ja. Muss ich nach Google. Taurus hat immer dieselbe Scheißweste getragen. Ich sagte immer, das grelle Orange bringt dich noch um. Hier drin war es wohl egal. Seinem Kumpel fehlt ein Arm, verblutet und... Krass. Hat Taurus eine Weile ernährt. Hast du sowas schon mal gemacht? Nein, da gibt's eine Grenze bei mir. Ja, bei mir auch. Bleib zurück. Die überlasse ich nicht den Freaks. Los, verschwinden wir von hier. Ja. Alter, Alter, was ne Welt hier unten. Na los, hier können wir uns durchzwängen. Ich folge dir. Das ist ganz schön eng. Geht es? Wer sitzt denn den ganzen Tag nur auf seinem Arsch rum, hä? Oh, sehr witzig. Komm! Okay, der erste Erweiterungsbereich muss hier um die Ecke sein. Wenn du die Karte richtig liest. Ich lese sie richtig. Okay. Siehst du? Hast du noch die Schlüssel? Ja. Ja, klar. Hier. Leer. Nichts. Sie ist leer. Scheiße. Oh, entschuldige. Glaubst du mir nicht? Doch, das tue ich. Komm. Vielleicht ist alles an einem Ort. Sehen wir uns die andere an. Hier lang. Gehen wir zurück und sehen nach, ob es noch einen Seitentunnel gibt. Frau Mietz war schon hier. Hat das Dynamit gegen Keks eingetauscht? Schizo, halt. Warte mal. Hier stimmt was nicht. Was? Was meinst du? Das ist nicht der Weg, den wir gekommen sind. Was? Meinst du, die Fackeln sind hierher gewandert? Vielleicht bin ich verwirrt. Irgendwas stimmt hier nicht. Das ist richtig, ja. Moment, warte mal kurz, verdammt. Das ist der Haupttunnel. Was? Das ist der Haupttunnel. Siehst du die Schienen? Da waren keine Schienen, wo wir rein sind. Was zum Teufel? Aber das sind meine Fackeln, verdammt. Wie sind die? Oh, da will uns jemand verscheißern. Los, hier lang. Halt, warte mal eine Sekunde. So eine Falle ist offensichtlich, Skizzo. Wer zum Teufel ist hier? Komm raus! Zeig dich! Skizzo, nimm das Ding runter. Was erzählst du da? Wenn das Ding losgeht, ein einziger Schuss. Einer. Dann stürzen sich sofort alle Freaks in diesen Scheißtunneln auf. Nicht schießen, Skizzo. Du hast doch gesagt, die Tunnel wären um diese Zeit sicher. Was? So treffe ich nicht! Verdammt! Verdammt, er hat die Schlüssel! Scheiße! Immer diese Mietsmitarbeiter. Er hat die Schlüssel, wir müssen ihn fangen. Warte, komm zurück. Verdammt, Skizzo, er entkommt. Erstmal lootig. Hat die Frau nicht mehr so beigebracht.
die Mietsmitarbeiter sogar Schlüssel klauen, ey. Ich glaube das nicht. Da lang. Verdammt, du kleiner Scheißer, komm zurück! Komm schon, du Scheißer! Gib mir die Schlüssel zurück! Wo bist du hin? Der Idiot! Es denkt er sich was dabei. Es geht so! Was zur Hölle? Lass mal! Mine auf uns. Skizzo, nicht schießen! Was? Nicht schießen, Skizzo! Handholz entdeckt. Er wird so wuschig. Warum nochmal? Ich bin aber nicht gestorben. Verdammt, Skizzo, du hältst die ganze Mine auf uns. Ach, verdammt! Okay, okay. Von wegen, die Tunnel sind leer. Ich sagte doch, was passiert, wenn du hier rumballerst. Was soll ich denn tun? Ja, nicht ballern! Was du tun sollst. Mann! Du könntest das nächste Mal einfach auf mich hören! Nimm das. Jetzt reicht dir eben Kantholz doch. Wie du meinst. Ich glaube, das Dankeschön. Nicht. Wofür? Deinen Arsch zu retten. Das bestellt wärst du nicht nur vor Mietz. Wäre das nicht nötig gewesen? Bringen wir den Scheiß jetzt zu Ende. Boah, ich hasse den Typen. Ja, ich bin bereit. Kantholz Peter.
Arm von dem Typen. Eddie sagt, als wollte ihm jemand die Tattoos wegbrennen. Das waren Ripper, oder? Willst du was Bestimmtes, Gizzo? Neulich war ein Drifter da. Er hatte gehört, dass die Ripper zwei Männer suchen. Mongrels. Sagt dir das was? Mongos? Tja, wie du siehst, trage ich immer noch die Kutte. Wir verstecken uns nicht, Gizzo. Wenn Carlos Boozer will, dann kann er ihn ganz einfach finden. Aber dann muss er zuerst an mir vorbei. Ich bin wieder auf Null Schrott. Krieg Hals. Bei Null Schrott kriegt Basti Hals. Alles nur wegen Schizo. Was habt ihr gemacht? Das ich ziehe ihn hier durch wie nicht durch Mystics. Lang bevor ich... Vor wie ein weißt du, ich weiß es nicht und das ist mir auch scheißegal. Habe ich Ripper getötet? Na klar, habe ich Ripper getötet. Und nach allem, was sie Boozer angetan haben, lege ich diese verrückten Dreckskerle auch weiterhin um. Ja, und Carlos ist der verrückteste von allen. Du willst nicht auf seiner Liste stehen, Bruder. Was habe ich gerade gesagt? Es ist mir egal. Und ich bin auch nicht dein Bruder. Wie ich schon zu Iron Mike sagte, Carlos kann mich am Arsch lecken. Hey, ich wollte dich nur warnen. Du bist jetzt einer von uns, oder? Ja, ja. Okay. Mach dir keine Sorgen um mich. Wir passen auf uns auf. Servus. Bingo. Lass mal sehen. Ah, schick. Da wird sich der alte Mann aber freuen. Der Scheiß ist schwer. Alles fit? Happy Halloween. Was erzählst du denn da? Du kennst den Alten. So wie ich. Ich mach das. Geht schon. Danke. Er glaubt, dass sein Vertrag mit den Rippern uns erstmal absichert. Das Problem? Denen sind Verträge scheißegal. Der einzige Grund, warum sie noch nicht hier sind, ist, dass sie im Norden Copeland angreifen, das Hot Springs. Ja, ich weiß, ich war da. Du weißt also, wovon ich rede. Die Ripper kommen. Und Iron Mike, er wird es geschehen lassen. Er wird zulassen, dass die Freak-Menschen über uns kommen, wie eine rote Flut. Skizzo, das weißt du nicht. Ach ja? Lattenmietz. Komm schon. Direkt mal ein Kontrollweg. Dass ein Tageslicht so glücklich macht. Scheiße, noch eine Gemeinsamkeit, die wir teilen. Schon die zweite heute. Warte mal. Hey, ja, komm schon. Vampire the Masquerade wurde auch verschoben, Frau Mietz. Letztes was okay, gelesen. Ja, aufteilen. Wir umzingeln sie. Okay, pass auf dich auf. Ja, mach dir keine Sorgen los, um mich. Mann, wir sind harmlos. Das ist alles nur ein Missverständnis. Wir möchten, dass du dich uns anschließt. Wir könnten Hilfe gebrauchen. Wie klingt das? Ja. Hey Drifter. Aber kann ich auch verstehen, der Vorgänger war weißt, mega verbuggt. Du draußen überlebt. Warum nimmst du nicht die Waffe runter, kommst raus und redest mit mir? Hey Schwester, ich dachte, du wolltest reden. Tja, mehr habe ich nicht zu sagen. Zeig's ihnen! Der braucht ja mehrere Patches, bis das Spiel dann lief.